So, guten Morgen allerseits. Sonntag, der 10. November 2013 um 9 Uhr 9 Minuten. Schauen wir uns mal um, was wir hier für einen schönen, klaren Himmel haben. Ich würde sagen, wir haben blauen Himmel ohne Bewölkung. Wenn ich ja Meteorologe wäre. Was wir hier sehen, ist Suppe. Anders kann man es nicht sagen. Wenn man mal darüber gucken tut und ranzoomt, dann sehen wir wunderschöne Wasserlogistik, wie jetzt die Feuchtigkeit von unten nach oben abgesaugt wird. Dank technischer Mittel und chemischer Substanzen. Das ist kein Nebel an sich. Gestern mir gesagt, nach dem wunderschönen Sonnenuntergang bildete sich Nebel ruckzuck, so wie es dunkel war. Temperatur sank auf knapp 4 Grad plus. Ja. Je länger der Nebel dauerte, stieg die Temperatur wieder. Warum? Ich habe den Objektiv rausgelegt, wo ich das bemerkt habe. 15 Minuten lang kondensierte Luftfeuchtigkeit, sprich Nebeltröpfchen, aufgefangen, getrocknet und das Mikroskop gelegt. Jo, Alkalimetalle lassen grüßen, Sumpfkalk, Kalzit, wie auch immer, plus Polymer. Brauchen wir sie nie wundern, was ich jetzt genug erwähnt habe in letzter Zeit, wenn man zum Beispiel Sumpfkalk ist nichts anderes wie ein, lasst mich totschlagen, ich glaube Natriumhydrogencarbonat, müsst ihr jetzt schwindeln, habt nicht alles im Kopf jedes Mal. Sprich Brandkalk, Löschkalk, Varianten, das sollte jeder kennen. Und wenn das mit Feuchtigkeit reagiert, entsteht eine ungeheure Wärmeentwicklung. Und wenn man sieht oder gesehen hat, was in diesen wenigen Nebeltröpfchen drin enthalten ist, wie schön das geblüht hat, braucht man sich nicht wundern, dass die Temperatur dann anstieg. Im Moment haben wir ja 6 Grad plus. Standard. Seit gegen Mitternacht hat sich nichts groß verändert. Wenn man das da hinten sieht. Jo. Wenn wir Weitwinkel jetzt mal alle sehen. Die Nachtprobe habe ich auch schon zum Trocknen parat. Die kommt dann nachher und das MIG. Schauen wir mal, was da drin war. Wenn man da hinten guckt, im Nordosten oder Nordnordost, besser gesagt, ausgerichtet. Tschechisch ist das noch nicht, das müsste. Oben an dem Kamm ist die tschechische Grenze, unten ist noch Deutschland. Was tschechisch ist, ist der Kamm da oben. Wir sind ca. 3 Kilometer entfernt. Und da ist Tschechland. Jo, wunderschönes Wetter, hier kommen ab und zu ein paar Tröpfchen runter, sind aber keine Nebeltröpfchen, weil hier relativ klarer Himmel ist. Ihr könnt es auch da hinten im Süden sehen. Kann ich auch noch mal kurz ranzoomen. Das sind schöne Sonnenaufgangsfarben. Das ist ein Vogel, das ist kein UFO, kein Orb. Nur als Hinweis für die Besserwisser. Jetzt ist er da gelandet. Guck mal, den Kriege. Nein, ich kriege nicht. Dann müsste ich schön ein Foto umstellen, um näher ranzoomen zu können. Quasi fahre Zoom reicht nicht. Jo, das sind noch wunderschöne, gewohnte Sonnenaufgangsfarben, wie man sie immer kennt, oder? Da fliegt noch ein Vogel. Da ist noch eine Wasserlogistikautobahn, sprich von unten nach oben abgesaugt, in schönen Farben, passend zum roten Sonnenaufgang. Was will man mehr? Ist doch alles ganz natürlich. In diesem Sinne, euch einen unbeschwerten Sonntag. Ernsthaft.
So, noch ein kleiner Nachtrag in Sachen Chemie und Physik. Bente Dern hat es angesprochen gehabt. Bei ihr hat es geregnet heute Nacht. Und an den Bäumen hingen Tropfen, die sahen aus wie Perlen. Die kann man mal scharf stimmen, da wäre nicht verkehrt. Aber die sehe ich wieder nicht. Ich sag, Kuckuck wieso. Normalerweise müsste ich die Kamera jetzt scharf stellen, weil ich bin nicht weit weg. Vom Kuchen her passt das. Ich mach's mal kurz anders. So, machen wir das so. Also, müsste jedem aufgefallen sein im Gras an den Bäumen, wenn es geregnet hat oder Tautropfen kam, dann hat man diese wunderschönen Perlen da, Wassertropfen, die sehen so weiß-milchig aus. Keine Angst, die machen ein Foto davon. Das setze ich vor diesem Video rein, damit ihr wisst, was ich meine. Warum sehen die momentan so, ja, weiß-metallisch glänzend aus, ne? Wie weißes LED-Licht. Das ist das, was ich die ganze Zeit zeige, was da drin enthalten ist im Wasser. Im Prinzip nichts anderes als weiße Farbe. So Sumpfkalk. Kalkmilch, dazu Polymermasse per Polymeremission, also zum Beispiel nachgewiesen Polyanilin in flüssiger Form, bevor es unter Wärme auskristallisiert. Und wenn man sich mit Wasser auskennt oder befasst hat, sage ich mal, da gibt es eine gute Seite von Dr. Reinhard Peter Augustin, sollte man sich mal reinziehen, vor allem der Bereich Sonnenlumineszenz oder Wassermembran an sich, dann hat man einen Effekt, wenn das Zeug da oben ausgebracht wird, wie, das kennt jeder bestimmt, wenn man Tomatensoße, Suppe hat zum Beispiel, ja, und dann einen Schuss saure Sahne in die Mitte macht, dann zieht das plötzlich von der Mitte her Kreise, wird milchig, weißlich, wenn man es dann umrührt, hat man keine klare rote Tomatensuppe mehr, dann hat man eine milchige, milchig aussehende, sahnige Tomatensoße und genauso schaut es mit dem Wasser aus. Und da das Zeug hier massiv drin enthalten ist, erklärt das zum Beispiel auch, warum man einen milchig-blauen, so bayerisch-blauen Himmel hat, keinen klaren blauen Himmel mehr. Und man muss sich vorstellen, diese Konsistenz von diesem Kalk-Polymer-Gemisch, wie auch immer, wie Calciumchlorid zum Beispiel oder wie gesagt Sumpfkalk, Natriumhydrogencarbonat, ist dann auf dieser Wassermembran oben schwimmt das. Das ist wie ein geschlossenes Nanonetzwerk. Und wenn es dann runterkommt, dann entstehen halt diese Perlenketten, weil die Wassermembran eine geschlossene Schutzhülle hat, so wie ein Luftballon, muss man sich das vorstellen. Jo, und dann, wie gesagt, die stellt sich scharf. Weil halt mein Auto Fokus hier eine Macke hat, wundert mich weniger. Dann sieht es halt so aus wie Perlen aufgereiht auf Grashalm, auf Bäumen, wie auch immer, in silbrig-weißer Farbe. Ja, und so erklärt sich das ganze Schauspiel. Man braucht nur ein gutes Mikroskop, wie ich es zum Beispiel habe, oder wie wir es haben, wenn man bis 2000-fach hochrangehen gehen kann. Ich mache hier fast nur Aufnahmen in 1000-facher Vergrößerung. Dann kann man sowas sehen und dann kann man sich das auch ganze Spiel erklären. Das nochmal als Hintergrundwissen, wenn man wieder mit wachen Augen spazieren geht und sowas sieht und sich nicht wundert oder der mehr weiß, sich dann doch wundert. Jetzt hat er seine Erklärung dafür. Jo, das am Rande bemerkt.